Die Diagnose Krebs bedeutet für Erkrankte und Angehörige einen unerwarteten Sturz aus der Realität und aus dem gewohnten Alltag. Nichts ist mehr so, wie es vorher war. Unsicherheit, Hilflosigkeit und vor allem Angst sind vorherrschende Gefühle. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Betroffene irgendwann im Laufe der Erkrankung, entweder unmittelbar nach der Diagnose, während der Behandlungen, in der Nachsorge oder in einer palliativen Situation an den Rand ihrer körperlichen und psychischen Belastbarkeit stoßen. Das ist völlig normal und verständlich, denn Krebstherapien sind physisch herausfordernd und depressive Verstimmungen und Angst können lähmend werden. Daher ist es wichtig, ab diesem Zeitpunkt ein Netz zu spannen, in dem sich Patienten und Angehörige gehalten und getragen fühlen. Dieses tragfähige Netz setzt sich zusammen aus Familie, Freunden und Bekannten, Arbeitskollegen sowie einem professionellen Betreuungsteam, bestehend aus Ärzten, Pflegenden, Psychoonkologen und anderen Experten. Patienten haben das verständliche Bedürfnis nach und das Recht auf Information und Klarheit bezüglich der bevorstehenden Therapie. Die Krebshilfe bietet diese wertvolle Vernetzung an. Patienten und Angehörige erhalten medizinische, psychologische, ernährungstherapeutische und sozialrechtliche Hilfestellungen. Und vor allem rasche, unkomplizierte und kostenlose Hilfe unter einem Dach. Das Beratungsangebot in den einzelnen Bundesländern ist unterschiedlich und an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen der Medizin, der Ernährungswissenschaft, der Psychoonkologie und Sozialarbeit bieten Beratung und Hilfe an und begleiten Betroffene. Sie und Ihre Familienmitglieder können in einem Klima der Achtung und Wertschätzung offen über Ihre schlimmsten Befürchtungen, Ängste und innere Not sprechen. Die Krebshilfeberaterinnen bewerten oder bevormunden nicht, sondern nehmen sich Zeit, hören zu und helfen. In einem ausführlichen Erstgespräch werden die individuelle Situation und der individuell abgestimmte Betreuungsplan gemeinsam besprochen. Viele Menschen spüren, dass sich vieles sehr, sehr rasch verbessert. Die Lebensqualität, die Verträglichkeit der Therapien, der Umgang mit Schmerzen, die Kommunikation in der Familie oder mit dem Behandlungsteam. Das bietet einen Austausch mit kompetenten Helfern, die emotional nicht mitten im Geschehen sind, aber gerade daher den nötigen Abstand haben, um sie gut zu beraten und zu begleiten. Neben körperlichen Symptomen können im Laufe einer Krebserkrankung auch psychische Beschwerden auftreten, die sie belasten und irritieren. So kann es zu Ein- und Durchschlafstörungen, zu inneren Unruhezuständen, depressiven Verstimmungen, Antriebslosigkeit, Gedankenkreisen und ständigem Grübeln, Unmut, Aggressionen, Angst vor Untersuchungen, medizinischen Eingriffen, schlechten Nachrichten, Problemen am Arbeitsplatz, in der Familie oder mit dem Behandlungsteam kommen. Wenn das der Fall ist, dann ist es hoch an der Zeit und sinnvoll, sich um professionelle Hilfe umzuschauen. Telefonische Information, Hilfe und Beratung gibt es in ganz Österreich. Etwa auch, wenn es um viele ungelöste Fragen geht, wie: Ich habe gerade die Diagnose bekommen, was soll ich denn jetzt tun? Was bedeutet Chemotherapie und mit welchen Nebenwirkungen muss ich rechnen? Muss ich meinem Arbeitgeber sagen, dass ich Krebs habe? Und welche Rechte und welche Pflichten habe ich? Wer kann mir das alles sagen? Soll ich meinen Kindern über meine Erkrankung erzählen? Die Krebshilfe ist mit Ärzten, Psychoonkologen, Rehabilitationszentren und zahlreichen Institutionen gut vernetzt und kann Kontakte herstellen und Betroffene weiterempfehlen. Oft hilft schon ein kleiner Tipp oder ein Hinweis am Telefon und man sieht wieder viel, viel klarer. Die finanzielle Soforthilfe ist ein weiteres wichtiges Unterstützungsangebot der österreichischen Krebshilfe. Etwa wenn es um Themen geht wie Einkommenseinbußen aufgrund der Erkrankung, hohe Kosten für Arzneimittel, die im Zusammenhang mit der Krebserkrankung stehen, Selbstbehalte bei Perücken und Krankenhausaufenthalten oder bei Fahrtkostenzuschüssen oder Kosten für die Kinderbetreuung während der Chemotherapie.
Die österreichische Krebshilfe unterstützt in allen Fragen und bei allen Anliegen. Kommen Sie vorbei, rufen Sie uns an und lassen Sie sich helfen. Wir sind da für Sie.